Ja, nur da taucht ein Blip auf. Das ist doch sehr machbar. Gudi, du. Warum bist du nicht im Overwatch? Mist. Das Umwandeln hat ihn aus dem Overwatch geholt. Nein. Nein, nein, nein. Okay. Jetzt müssen wir aber noch Glück haben. Overwatch Protocol initiated. Das war nicht so schön. Aber gut, gucken wir. Keine Ladehemmung, keine Ladehemmung, bitte, bitte, keine Ladehemmung. Meins. Zwei. Drei, sehr schön. Jo, jetzt ist egal. Jetzt sind alle tot. Oh, da oben war was. Hat das geblinkt oder nicht? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet gehabt vorhin. Aber hier war es definitiv so. Nur durfte der sich nicht mehr bewegen. Dann mach du doch mal bitte einen Schritt zur Seite. Du verbrenn den da. So. Wie viele Punkte hast du noch? Keine. Du hast 4 Punkte gebraucht, um von da nach da zu gehen. Ach ja, man muss die Terminator-Rüstung lieben. Okay, da kommt nichts. Da kommt nichts. Hier hinten ist nichts. Da oben kommt was. Du. Kannst du hier einmal lang gucken? Die Türen sind alle offen. Weil da keine richtigen Türen sind. Also hier sind einfach 2 Felder vor. Schieß dabei. Daka. Jeans wieder tot. Und da kommt einer raus. Also gehst du nochmal in Overwatch. Du gehst dahin. Ja. Und guckst mal da in das Loch. So. Du hebst die Ladehemmung. Und da hier keine Blips kommen. Und wenn hier ein Blip spawnt, der viel zu lange dahin braucht. Und hier kein Blip spawnt, benutze ich jetzt alle CP, um mit ihm einfach vorwärts zu laufen. Also dann wandle ich noch einen um, damit wir noch mehr haben. Hat das gerade einen AP gekostet? Nee, hat's nicht. Okay. Du. Stimmt, der eine AP war für das Entfernen der Ladehemmung. Du läufst jetzt bitte dahin. Dann hat der Flammenwerfer noch 2 Punkte über, aber der kann nichts machen. Also er könnte vorgehen, aber. Der Clown-Terminator kann das Loch anstarren. Ja, okay. Endturn. Da kommt einer. Ja, daneben. So, und jetzt kommt von da einer. Aber das ist nur ein Blip. Das ist okay. Wir machen jetzt hier ein Force-Dings. Ich hoffe mal, das kostet keine AP. Schwupp. Nö, kostet es nicht. Dann geht er dahin, dreht sich um. Wir haben 5 CP, das ist sehr schön. So, du gehst ein Feld vor und schießt. Daka. Nicht erwischt. Der zuckt da hinten noch rum. Und da. Dann gehst du jetzt wieder in Overwatch. Du bleibst genau da stehen. Was passiert, wenn du auf das Feld gehst, wo der Blip spawnt? Ich will es mal nicht testen. So. Du gehst in Guard-Modus. Du gehst da lang. Du gehst hinterher. So, wir haben jetzt noch 5 Punkte über. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, es ist genug Platz. Also brauche ich keine CP für Ladehemmung für ihn hier. Es wäre zwar schön, alle zu töten, aber das ist nicht wirklich die Priorität. Wir haben eine Mission, die müssen wir erledigen. Und CP bringen ihm im Nahkampf, soweit ich weiß, gar nichts. Also alle Punkte verballern, um zum Ausgang zu kommen. Und das schaffen wir diese Runde nicht. Warum nicht? 1 plus 4. Warum kann ich nicht 1 plus 5 machen? Ah, muss ich drehen. Warte.
Force Eggs auf die Tür, nein. So. Dann da hingehen. Man kann nicht schräg auf eine Tür gehen, richtig? Nee. Nee, geht nichts drum rum. Aber nächste Runde haben wir gewonnen. Das heißt, wir haben jetzt schon eigentlich gewonnen, weil keiner an uns rangehen kann in der Zeit, außer hier oben. Das heißt, wenn der Clown-Terminator das jetzt schafft, im Nahkampf zu bestehen, haben wir endlich mal wieder eine Mission geschafft, ohne einen einzigen zu verlieren. So, und du musst jetzt auch keine ZP mehr verballern. Eigentlich hättest du die hier auch alle gar nicht verballern müssen. Weil er ja nicht so ohne hinkommt. Aber gut, einen lassen wir jetzt über. Und ja, ich könnte Undo machen, aber so ein paar Fehler kann man ruhig bestehen lassen, denke ich. Komm schon, komm schon, komm schon. Hostile Targets ahead. Immer noch ein ZP. Immer noch ein ZP. Darfst du jetzt angreifen? Nein, darfst du nicht. Okay. Nächste Frage. Ist die Mission vorbei, wenn wir drauf treten? Nein. Honor is served. The relic is returned. Okay. Das, also ja, die Mission ist das Wichtigste und so weiter. Aber es wäre schon schön, die auch noch alle reinzubringen. Vor allem wäre es eine schöne Herausforderung. Weil jetzt ist der Psioniker weg und das macht das Ganze schon ein Ticken schwieriger. Aber gut. 18 Minuten 18 ist eine gute Zeit. Nur 14 Kills. Aber wir hatten noch ein paar weniger Terminatoren. Und nur 8 Runden. Dafür alle überlebt. Sehr schön. Ja, dann machen wir gleich mal weiter. Though the relic has been successfully returned to the chapter, your forces remain separated from the main force. Trapped between locked bulkheads and those gene stealers attempting to circumvent the cordon set up by the First Company. You must act with utmost haste if you are to have any chance of rejoining your battle brothers. Sergeant of the squad, accept your orders. Your forces are scattered. Multiple threat groups are moving in from these areas. Move your forces to this location. There are no reinforcements. They stand alone. The Emperor protects. Deploy group 1, 2, 3 and initial group. Was heißt das denn jetzt genau? Mindestens 4 Terminatoren müssen überleben. Gut. Die 3 können mit einem Terminator blocken. Die 2 können mit einem Terminator blocken. Je nachdem, wo die restlichen sind, können wir eigentlich alles blocken, wenn wir hier stehen und da den Gang lang feuern. Dann können wir 6 Zugänge blockieren, wenn wir von da aus den Gang abdecken. Aber ja, erstmal da hinkommen. Na gut, gucken wir mal. Was kriegen wir jetzt für einen schönen Text? Die Gene-Stealer sind telepathisch miteinander verbunden. Und das gibt ihnen so eine Art Hive-Mind. Also wie man das auch von anderen ähnlichen Aliens kennt. Oh, das ging ja flott. Okay, wir haben 2 Terminatoren. Und zwar unseren lieben Hammer-Terminator. Und den mit der Chainfist. Okay. Hammer. Chainfist. Deploy. The Emperor's finest. Und okay. Mach mal kaputt. Wie, du schaffst es, die Tür kaputt zu hauen mit dem Thunderhammer. Bulkhead is open. Ja, danke. Yes, my lord. Du bist jetzt schon unten durch. Clear a path. Muss das 3-mal gegen die Tür einschlagen. Aber gut. Du machst einfach erstmal Türen kaputt. Weil du das so gut kannst. Und weil je mehr Türen offen sind, desto bessere Feuerkorridore haben wir. So, du da lang.
Also wie gesagt, zu dem Punkt würde ich ganz gerne kommen, um das hier alles abzudecken. Aber ich denke mal, wenn ich hier durchgehe, könnte ich von allen Seiten angegriffen werden. Weil die können dann hier spawnen, da lang laufen, da lang laufen oder da lang laufen. Yeah. Das ist der schnellste Weg, das passt schon. So. Kriege ich jetzt in diese Runde wieder Terminatoren? Oder wie läuft das? Weil wenn vier überleben müssen, bräuchte ich auch mindestens vier. Nö. Oh, ich kann neu würfeln. Oh, sehr schön. Du. Kaputt. Ja, würfel immer eine 1. Hui, eine 3. Hm. Das ist so eine verdammte Tür. Genau, danke. So, das war das alles, was ihr machen sollte. Das heißt, wenn jetzt wieder Leute daherkommen, wovon ich ausgehe, können die denn hier den Gang einfach sichern. Das heißt, er geht jetzt mit ihm hier zusammen Richtung Ausgang. Das heißt, du gehst hier hin. Das sind viele Punkte. Aber wir haben die Punkte. Und der kommt nicht schnell genug hin und der hier schon lange nicht. Also ja, geh mal da hin. So, und du gehst darum, weil das Umdrehen so viele Punkte kostet. Hm, weiß ja nicht. Blinkt gerade irgendwo ein Eingang? Nee. Das glaube ich doch irgendwie nicht. Ja, komm, da ein. Advance, Brothers. So. Enter. Aha, da kommen welche. Okay. We have contact. Drei Stücker noch gleich. Von da oben noch mehr. Oh, ist nur einer. Oh, wir haben neue Leute. Wir hätten gern den den Librarian vorne. Den da. Deploy. I shall not fail. Und sehr viele Punkte. Sehr gut. Du. Stell dich mal bitte. Ich traue dem verdammten Nahkämpfer nicht. Du. Geh mal bitte dahin, dreh dich nach da. Und geh in Overwatch. Ja, ich weiß, das kostet Punkte und alles, aber das ist mir wert. So, Overwatch. Haben noch vier. Du bist was? Du bist mit der Klaue. Hier, der zweite, okay. Du gehst einfach nur zum Ausgang. Ich will, dass die Nahkämpfer einfach nur rausgehen. Und der Rest kann alles sichern, bis die restlichen Truppen da sind. Aber wenn ich die Nahkämpfer irgendwo hinstelle, um irgendwas zu sichern, dann werden die sterben. Und wir wollen ja möglichst viele durchbringen. Also soll keiner sterben. So, du dahin. Du gehst mal ein, zwei Schritte zurück. So. 1, 2, 3, 4, 5. Autsch. Du gehst jetzt nochmal zurück. Nee. Du gehst einfach in Overwatch und wir haben ganz viele CP für Ladehemmung. Und es sind eh nur zwei Gegner. Müsste hinhauen. Weapon at the ready. So. Wir könnten noch 2 CP, würde ich sagen, verbrauchen. Was machen wir dann am besten? Du hast noch 4 Punkte. Du könntest einfach mal, yes, my lord, weiter Richtung Ausgang gehen. So. Moving out. Ihr habt keine Punkte mehr? Nein. Ja, du gehst einen vor. Clear a path. Du gehst einen vor.